Sehr nett, vielen Dank, Dankeschön. Herzlich willkommen. Am 17. Februar 2022, heute ist Donnerstagabend. Herzlich willkommen zum Spätabendspielkreis. Hallo! Ach ja, Dankeschön. So, herzlich willkommen. Ich beschäftige mich gleich irgendwann mal wieder mit Fußball. Das machen wir alles zu seiner Zeit. Ey, ich sehe gerade, wir haben es sehr, sehr pünktlich heute gestartet. Wir haben es genau 22:01. Das heißt, so pünktlich war ich, glaube ich, tatsächlich seit langem nicht mehr, ne? 22:01. Ich sitze hier pünktlich, obwohl was? Obwohl eigentlich genau gerade erst ein Fortnite-Turnier zu Ende gegangen ist, was ich privat mitgespielt habe. FNCS findet wieder statt. Von 19 bis 22 Uhr. Und trotzdem sitze ich pünktlich hier. Heißt im im Umkehrschluss aber auch, dass Fortnite, das Duo FNCS wohl nicht so gut lief. Oder? Kann man so dann auch sagen. Gut. Wir gucken drauf, was gibt's für ganz, ganz tolle Meldungen heute. Putin-Sprecher warnt vor Feuersturm. US-Präsident Biden befürchtet russischen Einmarsch. 180.000 russische Soldaten, 7.000 mehr als noch am Dienstag, okay, sind aktuell an der Grenze zur Ukraine aufgebaut. Das ist alles andere als schön. Und diese Versprechung, die er eigentlich gemacht hat, der Herr Wladimir Putin, hat er einfach nicht gehalten. Er sagt, jo, machen wir, aber macht er dann im Endeffekt doch nicht. Ganz komischer Kerl auf jeden Fall. Man weiß nicht, was er vorhat. Ja, das könnte noch sehr, sehr eng werden. Für ganz Europa, glaube ich. Europa League. Dortmund gegen Rangers FC. 2:4 hat Dortmund verloren. Gegen die Glasgow Rangers. Ja, okay. Gut, Glasgow Rangers. Eine schottische Mannschaft. Ob die Glasgow Rangers, dass so eine überragende Mannschaft ist, weiß ich nicht genau. Tatsächlich hat der BVB aber doch verloren in der Euroleague. Und das ist natürlich bitter. Natürlich haben sie noch ein Rückspiel. Aber das 4:2 generell für die deutsche Mannschaft läuft eben nicht so gut. Aktuell 1:1 zwischen RB Leipzig und San Sebastian. Genauso wie bei München gestern auch nur 1:1 gespielt hat. Gegen Salzburg. Naja, gut. Wollen wir mal hoffen, dass es noch besser wird. Mit dem deutschen Fußball international, ne? So, was haben wir hier noch? Gibt es noch irgendwas, was man unbedingt erwähnen muss? Sieht mir nicht danach aus, oder? Barcelona hat noch gespielt, ebenfalls 1:1 mit Pierre-Emerick Aubameyang in der Startelf. Heute gab es einen Sturm. Und tatsächlich war auch in ganz NRW oder in ganz Deutschland, ich weiß nicht, waren die kleinen Kinder von der Schulpflicht entbunden, genau. Von der Schulpflicht entbunden. Heute hatten tatsächlich alle schulfrei wegen einem großen Sturm. Und der Sturm war wirklich groß. Und es geht tatsächlich noch weiter. Morgen, am Freitag und genau auch am Wochenende, Samstag, Sonntag soll es weiterhin stürmen. Also einige Äste, einige Baustellenschilder, generell Straßenschilder, die umgefallen sind, Trampoline sind hier durch die Gegend geflogen. Das war schon ein bisschen was dieser Sturm so auf sich genommen hat. Und es geht tatsächlich noch weiter. Also, wenn man rausgeht, am besten keinen Schirm mitnehmen, weil der sonst weg ist oder man fliegt halt selber weg. Gut. Wir fangen an. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Wir gehen jetzt rüber und ich öffne meine Sets. Ich werde einen neuen Spieler verpflichten und ich muss mich für die dieswöchige Weekend League auch noch qualifizieren. Das machen wir alles jetzt. Herzlich willkommen. Hallo. So, pass auf. Ich habe mir gedacht, da wir jetzt eh erstmal die Sets abholen und die Sets öffnen und neuen Spieler kaufen und so weiter und so fort. Können wir ein tolles Lied hören in der Zwischenzeit von dem Master of Emo Rap?
Lil Peep heißt der Kerl, mit Save That Shit. Kannst gerne ein bisschen lauter aufdrehen. Ich muss erst was trinken. All she want is payback for the way I always play that shit. You ain't getting nothing that I'm saying. Don't tell me you ill. Nothing like them other motherfuckers. I could make you rich. I could make you rich. I could make you this. Baby, I could make you that. I could take you there, but baby, you won't make it back. Growing sick of this and I don't wanna make you sad. Do I make you scared? Baby, won't you take me back? Nothing like them other motherfuckers. I could make you rich. I could make you rich. Warte mal, ist der jetzt, warte mal, lass mich mal überlegen, ich glaub, der ist... Oh, das ist gut. Oder? Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich habe jetzt gerade mal probeweise mal reingeschaut. Und zwar genau die zwei Spieler, die ich verkaufen möchte. De Bruyne, Donnarumma sind gestiegen. Und der Spieler, den ich kaufen möchte, Phil Foden ist gefallen. Das ist ja wunderbar. Na wunderbar. So, was haben wir denn hier? Oh, den will ich eigentlich gar nicht haben. Was soll ich mitnehmen? Komm, lass gut sein. Take me back. Kann er was? Nee. Nicht so. Schauen wir. So. Ja, müssen wir. Geht nicht anders. Ja. Dankeschön, Lil Peep, für den tollen Song Save That Shit. Okay, so, also das sind meine Rewards. Ich brauchte eigentlich nur die Münzen, diese 30.000. Gut, die Untradable Packs, da wird halt nichts drin sein. Ich werde Donnarumma und so weiter gleich verkaufen und mir dann einen tollen neuen Spieler kaufen. Und zwar Phil Foden, der kommt rein. In der Zwischenzeit hören wir ein sehr, sehr langes Lied. Eminem und Dido. Das Lied heißt Stan. Bis ich die Sets gezogen habe und die Jungs sich verkauft haben, das hätte ich eigentlich auch mal vorher machen können, ne? Aber ist egal. Bis ich die verkauft haben und so weiter, ist das Lied um. Das dauert nämlich genau 7 Minuten. Wir gehen rein in die Sets. La 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 la. Warte. Ja komm, scheiß drauf. Eigentlich sollte ich erst die Spieler verkaufen. Das ist ja eigentlich schlau, aber komm. Jetzt bin ich gerade einmal drauf auf den Sets. Eröffnen wir die auch. So, nix. Hervorragend. Na wunderbar. Besser geht's nicht. Die sind alle untradable, deswegen alle mit rein in den Verein. Schön. Super. Das heißt, er kann halt auch echt, da ist also nicht mal mehr ein Spieler Minimum 80er Rating, da kann auch nichts tun lassen. Das ist Koulibaly, hey, 86er, wunderbar. Alles SPC-Futter, sehr schön.
Jo, 24 Items, ah, ey, okay. Ist praktisch wie so ein 100k-Set, nur dass es kein 100k-Set ist. So, 50k-Pack, da ist meistens auch echt wenig drin. Ich rechne mit einem 83er-Spieler. Ja. Noch gar nicht mal so schlecht getippt. 83er, ah, wunderbar. Genau das, was ich erwartet habe. Ist doch schön. Ist doch super. Ist doch super. Also, so, das war's. Dafür habe ich jetzt zum Beispiel, wie lange? Eine Woche oder so gespielt. Ja, genau. Das war's, genau. Hier ist doch schön. Passt doch. Alter. Echt, ey. Ganz, ganz doll für den Arsch ist das. So. Dieser Donnarumma soll eigentlich die beste Karte sein, die es gibt im Spiel. Die beste Karte auf der Torhüterposition. Hab ich in den meisten
Lil Peep, Got Love. So, okay, pass auf. Wir gehen jetzt rein in das erste Spiel der Weekend League Qualifikation. Wie gesagt, ich muss mich noch qualifizieren. Aber bis dato da noch kein Spiel gemacht. Ich bin gespannt, sowohl auf Phil Foden, auf Donnarumma bin ich nicht gespannt. Der normale Donnarumma war bei mir schon öfters in der Mannschaft oder ganz lange Zeit schon in der Mannschaft vertreten. Und besser ist der auch nicht als der Team of the Year, das auf gar keinen Fall. Da kann man sich eher noch auf noch etwas schlechtere Aktionen von dem Donnarumma einstellen. Neymar, Kane, Salah als Dreierreihe da vorne. Es wird eine Aufgabe für die Verteidigung, eine Aufgabe für den normalen Donnarumma, die Bälle abzuwehren. Ich bin gespannt. Wir gehen ran in die erste Partie mit unserem neuen Spieler. Oh, der ist auch schon direkt am Ball. Phil Foden. Ich bin sehr gespannt, was der kann. Der hat der ausschlaggebende Punkt, warum ich den überhaupt gekauft habe, weil er ein unfassbar gutes Spiel gegen mich gemacht hat. Ich glaube, es war in der Weekend League? Ich glaube, es war in der Weekend League oder in einem Ligaspiel am Anfang der Woche. Ist schon ein paar Tage her. Auf jeden Fall hat Phil Foden dort überragend gespielt für den Gegner. Tatsächlich viermal getroffen in diesem Spiel. Das erwarte ich mir natürlich auch von dem Phil Foden jetzt hier. Nicht unbedingt aus dem ZM. Aber vielleicht das ein oder andere Tor macht er. Zum Beispiel so wie hier Neymar. Für den Gegner, der trifft zum 1:0. In der fünften Spielminute ist es der erste Schuss. Donnarumma chancenlos. 0:1. Ganz stark. Der Rest in der Kimpembe. Will vorne. Kanté springt hoch und fängt den Ball irgendwie ab. Salah. Dribbelt sich durch, hey! Irgendwer muss da rangehen. Ecke kommt. Varane ist da. Kaka holt sich den. Oh. Unter Möglichkeit unterbunden. Der lange Ball kommt ebenfalls nicht an und da bleibt im Ballbesitz. Kanté. Neymar, Desai holt sich den. Und jetzt geht's nach vorne über Lionel Messi. In der Mitte ist Phil Foden. Links rüber. Andere Seite, viel Platz für Lionel Messi und auch für Hakimi, aber der Ball ist viel zu kurz. Wo soll der denn ankommen? Viel länger, mit deutlich mehr Kraft, Cancelo. Was war das denn? Salah, 2:0, Donnarumma war noch dran. Aber kriegt den nicht rausgekratzt. Boah, 15. Spielminute, 0:2. Zweiter Schuss aufs Tor, zweiter Treffer. Das ist wieder diese unfassbare Kaltschnäuzigkeit, die Gegner einfach Tag für Tag haben. Messi, 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 immer noch am Ball. Saar als letzter Verteidiger holt sich den Ball. Das ist Kaka, kommt nicht durch gegen Varane. Boah. Immer wieder sind die Gegner so eiskalt vorm Tor. Donnarumma, den fängt er ab. Boah, ist das ein schlechter Abwurf. Das wird hier zum Bumerang. Das wird wahrscheinlich, wenn Kane das cleverer ausspielt, wird das 3:0 sein. Telefon. Cancelo gegen Kanté. Cancelo mit viel Tempo dran vorbei. Telefon. Auf der anderen Seite. Der Ball kommt nicht an bei Hakimi. Messi. Oh, was ist das denn? Und da kommt so ein Schüsschen. Das meine ich. Warum sind wir da nicht kaltschnäuzig und hauen das Ding selber halt auch mal rein? Warum nicht? Neymar trifft 2:1. Genau das ist es nämlich. Das meine ich. Ball nehmen, schießen, treffen. Neymar. So waren es die Gegner doch auch. Eiskalt. Phil Foden. Drei, zwei, der direkte Anschlusstreffer. Er erhöht wieder auf den 2-Tore-Vorsprung. Phil Foden sah nicht gut aus. Die Abwehr sah nicht gut aus. Und als letzte Instanz
Da natürlich auch Donnarumma, der Keeper, nicht gut aus. Gefunden. Neymar. Ball wieder zu Phil Foden. Phil Foden, Phil Foden. Jetzt hat er die Chance. Und der Ball ist nicht drin. Oh, Casillas. Wie stark. Ecke getreten von Lionel Messi auf Marquinhos. Auf der Linie wieder geklärt. Desai, Neymar. Kaka. Komm nicht vorbei an Trent. Cancelo holt sich den Ball. Phil Foden. Boah, der ist viel zu kurz. Wo soll denn der hingehen? Der Ball. Kimpembe passt auf, holt sich den nächsten Ball. Fehlpass, Kimpembe. Abseits. Mann, Mann, Mann. Neymar klärt die Ecke. Konter, Kaka, nein. Kanté, oh, Salah, wie geht er denn da durch? Links ist viel Platz für Kaka. Ganz stark verteidigt von N'Golo Kanté. Kanté links raus, Kimpembe hat viel Platz, in der Mitte ist Phil Foden. Phil Foden hat ein bisschen Platz. Auch Trent Alexander-Arnold, den holt er sich. Und wie? Nein, das ist so einfach. 4-1. Aber der Spielzug darf auch so nicht durchgehen. Der Spielzug darf so auch nie im Leben durchgehen. Wenn Harry Kane natürlich vor dem Tor steht, macht er den auch. Das ist klar. Aber der darf nie im Leben so durchgehen. Da ist, sind wir in eigentlich bei jedem Pass einen Millimeter, eine Sekunde, den Hauch zu spät. Bei jedem einzelnen gespielten Pass. Kanté holt sich den Ball zurück. Ja, Hakimi. Neymar hat noch den linken geblockt. Halbzeitpause. Bis dato kein gutes Spiel. Die defensive Absicherung nicht da. Offensiv deutlich zu wenig. Und da steht es 4-1. Punkt aus, fertig. Hoho, Ball kommt wieder nicht an bei Phil Foden. Langer Ball auf Ricardo Kaká und der ist drin. Boah, ist das ein Abwehrfehler? Ist das ein Fehler vom Keeper? Katastrophal, was macht Casillas denn da? Der läuft einfach am Ball vorbei. Kaká macht den Weg mit und nutzt das Ding aus.
Boah, ist das eine Katastrophe. Katastrophaler Abwehrfehler. Aber hier auch Harry Kane. Direkt im Gegenzug wieder. Es ist ebenfalls auf der anderen Seite ein kollektives Versagen von allen drei Innenverteidigern. Das sieht man aber auch wirklich selten. Eine so schlechte Abwehrarbeit. Cancelo. Garcia fängt den Ball locker ab. Neymar. Zwei Spieler schon ausgespielt. Da ist Harry Kane. Und der trifft zum 6:2. Es ist unfassbar. Boah, die lassen sich alle ausspielen. Und Harry Kane, natürlich ist er ein Vollblutstürmer. Der kann auch köpfen. Klar, dann ist das Ding halt drin. Butragueño kommt nochmal rein. Aber beim 6:2 in der 60. Was soll der noch anstellen, der Butra? Was soll der noch machen? Sag's mir. Was soll der jetzt noch machen? Neymar und Iker Casillas. Ecke getreten von Lionel Messi. Da ist wieder wieder Casillas da. Marquinhos, richtig schöner Kopfball. Und jetzt nochmal Marquinhos. Und jetzt kommt er nicht dran, wo der Keeper so weit vorm Tor stand und keine Chance gehabt hätte, an den Ball noch dran zu kommen. Marquinhos holt sich den nächsten Ball wieder zurück. Das ist Neymar, bleibt hängen an Saar. Theo Hernandez gegen Desai. Hakimi fängt den Ball ab in der Mitte. Hakimi. Rechts ist Lionel Messi. In der Mitte. Neymar. Boah, ist der wieder schlecht gespielt von Neymar. Wo soll der hingehen? Ich kann es einfach auch teilweise nicht nachvollziehen. Wo sollen die Pässe hinkommen? Phil Foden. Butragueño. Kommt an Varane nicht dran vorbei. Nächste Chance. Und da wäre wieder Calvert Lewin gewesen zum Anschieben. Dann an Seite ist Butragueño. Hat richtig viel Platz. Messi, sieht er den? Den sieht er. Varane ist dran. Ist da. Varane ist dran mit dem Kopf. Holt sich den Ball. Kimpembe. Einfach der Pass ins Aus. Phil Foden, ich gucke mir einmal ganz kurz an, wie viel Ausdauer hat er. Der hat tatsächlich schon etwas, hat so ein paar Körner schon gelassen. 90 Ausdauer, okay. Ja. Ja, das ist okay. Es ist okay. Aber er muss halt viel laufen da im zentralen Mittelfeld neben Kanté. Der Kanté läuft noch mehr, das ist richtig. Kanté hat noch mehr zu tun. Ist eine Aufgabe, Phil Foden. Vor allen Dingen defensiv musste er halt noch ein bisschen zulegen. Und da, die Schnelligkeit und Spritzigkeit. Das ist eigentlich das, was Phil Foden hat. Die lasse ich da auch vermissen. Genau in dieser Szene jetzt gerade. Das ist ein Ball für Phil Foden. Keine Frage. Der hat doch einen Antritt. Der ist doch klein, quirlig, schnell. Langer Ball auf Messi. Das ist jetzt Hakimi. Hakimi hat richtig viel Platz. Ashraf Hakimi. An Varane dran vorbei. Nein, Varane, der holt sich den Ball. Gar kein Thema gegen Hakimi. Das interessiert den überhaupt nicht. Kimpembe, wieder zu spät. Linke Seite ist offen. Alexander Arnold, Jonathan David. Und irgendwie verteidigen sie es dann doch nicht weg. Neymar holt sich den Ball zurück. Mit dem Dribbling, Neymar. Donnarumma. Ei. Messi.
Trebueno kommt nicht dran, keine Chance. Boah, der ist AI wieder mit der katastrophalen Ballannahme. Hazard ist schneller. Holt sie den Ball. Nächster Ballverlust. Also wir haben den Ball. Zu zweit haben sie den Ball eigentlich da sicher und verlieren ihn trotzdem. Messi vorne auf Neymar, wird nicht ankommen. Reihenweise werden die ausgespielt. Marquinhos stark. De Foden kann nicht drankommen. Nicht bei dem hohen Ball gegen Tchouaméni. Neymar. Und da soll er drankommen. Hallo, Marquinhos, komm ran. Lauf dem Ball entgegen, bitteschön. Langer Ball auf Butragueno, der kommt dran. Butragueno, Phil Foden, Butra, Phil Foden, Chipball durch Neymar und es war abseits von Neymar. Es läuft nicht. Es läuft nicht. Neymar holt sich den Ball. Butragueno. Und auch der kommt da nicht durch. Tchouaméni mit Körpereinsatz. Und das war's. Wir verlieren die Partie 6:2. Katastrophaler Einstand für Phil Foden. Harry Kane hat dreifach getroffen. Katastrophaler Einstand für Phil Foden. So wird das natürlich nichts. Phil Foden braucht etwas mehr defensive Qualität. Das ist mir hier ja ein bisschen zu wenig auch gewesen, was er defensiv angeboten hat. Unser Philly Ball. Wir haben jetzt gerade einen Hunter drauf. Wenn ich jetzt einen Shadow habe, vor allem, dann kriegt er den auch, den Shadow. Wenn wir keinen haben, dann lassen wir ihn erstmal mit dem Hunter stehen. Wir haben den Shadow. Ne? Der braucht, klar, Tempo, okay. Aber der braucht halt die Defensivsets. Faire Zweikämpfe, Grätschen, Abfangen und so weiter und so fort. Das sind die Sachen, die er braucht. Dieser Phil Foden ist halt unfassbar beweglich, ne? Klein, quirlig, das ist ein zweiter Messi, den wir hier auf dem Platz haben. Und das ist halt dieses Unscheinbare, dass der aus dem ZM nochmal richtig schöne Offensivläufe mit einbauen kann. Deswegen ist er in der Mannschaft. Das habe ich jetzt im ersten Spiel noch nicht so ganz gesehen. Man muss sich erstmal auch aneinander gewöhnen und schauen, wie das Ganze klappt. Aber ich glaube, dass Phil Foden dort sehr gut funktionieren kann im ZM. Ich glaube, dass das ganz gut funktionieren könnte. Partie Nummer 2. Spiel Nummer 2 in der Weekend League Qualifikation. Das erste ging leider Gottes verloren. Kanté. Na komm, Kanté, kämpf! Ey! Kämpfen um den Ball. Kämpfen. Ganz, ganz dringend kämpfen. Phil Foden. Gute Ballannahme. Und jetzt kann es natürlich schnell gehen. Phil Foden. Wo hat er Anspielmöglichkeiten? Vorne ist Lionel Messi. Langer Ball auf Messi. Der kommt nicht so ganz durch. Und da kommt auch keiner nachgerückt. Kanté. Ein bisschen zu langsam. Das wäre eine richtig gute Kontermöglichkeit gewesen. Kanté fängt den Ball ab. Alles gut. Nächster Angriff startet. Über Hakimi, über Messi, über Neymar, über Kaká. Und jetzt kommt Phil Foden in genau die Situation, in die ich ihn haben will. Das gibt den Elfmeter.
Phil Foden holt den Elfmeter raus. Und das gibt auch die rote Karte. Muss es geben. Für Varane, und die gibt es auch. Ricardo Kaká tritt an zum Elfmeter. Und er ist drin. 1:0 Kaká. Sauber verwandelter Elfmeter. Das war stark von Phil Foden. Der Gegner verlässt die Partie. Wow. Phil Foden hat den Elfmeter da rausgeholt. Und das ist genau die Situation, wo ich diesen Phil Foden haben wollte. Sehr schön den Ball durchs Mittelfeld laufen lassen. Phil Foden hat den Weg aus dem ZM mit nach vorne gemacht. Zentral vorne rein, und es hat geklappt. Super. Natürlich kriegt Patrick Vieira noch einen weiteren Vertrag von mir ausgestattet. Super Trainer, Patrick. Das ist jetzt das dritte Spiel gegen Kelvart oder Levin. Kelvart Levin? Ja. War ja bis jetzt noch nicht so auffällig, aber es kann natürlich auch noch werden, ne? Drittes Spiel gegen den. Abgefälscht, und er kommt nicht an. Einwurf für uns. Foden. Nächster Ball, der abgefangen wird hier von Trent. Rechts außen Trent Alexander-Arnold. Da ist viel zu viel Platz, und der Ball ist drin. Willock. 1:0. Sechste Spielminute, frühe Führung mal wieder für die Gegner. Oh, Phil Foden. Ja, behält den Ball da wirklich gut, hat eine gute Ballkontrolle, aber der Pass war nicht optimal. Nächster Ballverlust. Donnarumma, den muss er sicher haben, und den hat er auch. Oh, nächster Schuss. Nächste gute Parade von Donnarumma. Was ist denn hier los? Phil Foden mit dem Konter jetzt. Gegen Cavaliero. Phil Foden auf der Außenbahn. Phil Foden, Phil Foden, Phil Foden, Phil Foden. Wer kommt da mit? Ricardo Kaká. Ball wieder auf Phil Foden. Wer ist da in der Mitte? Und jetzt ist es abseits. Von wem? Von Ricardo Kaká? Lionel Messi wird direkt gestört bei der Ballannahme. Der Foden holt sich den Ball. Gut vom Mittelfeld-Duo Kanté, Foden Druck gemacht. Rechts raus, viel Platz für Hakimi. Und der nächste schlechte Ball, Jungs. Ach Mann, ey.
Einwurf. Wir kommen nicht an bei Lionel Messi. Block. Hakimi bleibt dran, Hakimi bleibt dran. Flanke. Kimpembe ist da. Phil Foden hat den Ball im Mittelfeld und kann das Spiel nach vorne treiben. Phil Foden gegen Smith Rowe. Phil Foden. Puh, das gibt es nicht. Ist der so schnell, Smith Rowe? Ist der da am Wühlen gegen Phil Foden? Das ist ja unfassbar. Nee, man kommt nicht durch. Wieder unglückliche Szene. Der Ball landet nicht im Aus, der landet wieder genau beim Gegner. Also das Ballglück, nach wie vor habe ich das Gefühl, heute auch wieder nicht unbedingt auf unserer Seite. Phil Foden. Vorne ist Neymar, rechte Seite, viel Platz für Hakimi. Hakimi, da hinten ist Phil Foden. Messi was. Messi, jetzt hat da Platz. Es ist Neymar, der ist im Abseits. Warum nicht zu Foden? Der läuft doch durch. Foden wirklich einer der Dreh- und Angelpunkte hier im Spiel, habe ich das Gefühl. Der initiiert ganz, ganz viele Angriffe. Der ist die treibende Kraft immer wieder für die Bälle nach vorne. Also gefällt mir sehr gut, was Phil Foden hier macht. Schöner Ball auf Messi, der luft den drüber und der Ball ist drin, 1 zu 1. Wunderbarer Angriff. Neymar, Messi und wieder die treibende Kraft nach vorne, Phil Foden. Ganz stark. Ganz stark. Cavallero, Calvert-Lewin. Sind nicht unbedingt so viele große Namen dabei. Ruben Dias, Alexander Arnold, Salah. Und ansonsten viele junge Talente. Das war's. Große Namen, Fehlanzeige beim Gegner. Fehlanzeige. Lionel Messi, toller Treffer. Schön über Mondi drüber. Phone. Ein Foulspiel. Drüber. Freistoß von Salah, 40. Spielminute. Marquinhos, langer Ball rechts raus. Messi hat viel Platz. Nein, das ist Hakimi. Messi startet vorne ein. Messi im Rückraum ist Phil Foden. Hat einen auf den linken Phil Foden. Oh, und der Keeper war schon unterwegs in die Ecke. Warum nicht? Calvert-Lewin. Und Kimpembe ist da. Oh, Phil Foden, das ist die falsche Möglichkeit gewesen. Messi, schön durchgelassen. Wer ist da in der Mitte? Keiner mitgelaufen. Ganz hinten ist Ricardo Kaká. Probiert's Kaká, Neymar im Rückraum, schießt zu Yuncu und abseits von Hakimi. Kein Abseits. Kein Abseits von Hakimi. Da muss er schießen dann. Und im Angriff, in unserem Angriff. 30 Meter vor dem Tor unterbricht der Schiedsrichter diese Partie zur Halbzeitpause.
Typen liegen. In die zweite Halbzeit. Die erste Halbzeit hat mir einigermaßen gut gefallen und das wird jetzt gleich auch noch in die Partie stoßen. Butragueno. Kaká größtenteils tatsächlich blass geblieben und es gibt einen Freistoß. Ausgeführt jetzt gleich von Lionel Messi. Kaká verlässt den Platz relativ frühzeitig jetzt in der zweiten Halbzeit. Butragueno kommt rein und soll natürlich nochmal spielen. Spaß und Spannung mit in die Partie bringen. Genau so sieht's aus. Messi mit der Freistoßflanke, da ist Phil Foden. Salah gegen Kanté. Desai. Kanté muss nachrücken. Kanté rückt nach. Hakimi steht gut. Phil Foden wieder. Treibende Kraft nach vorne. Butragueno. Cancelo. Neymar in der Mitte ist. Keiner. Boah, Kanté. Rollspiel. Viel zu viel Platz für Willock. Und es gibt den gelben Karton für N'Golo Kanté. Ein sonst so fairer Spieler. Kaum irgendeine gelbe Karte in den Spielen, die er für meinen Verein jetzt gemacht hat. Sehr, sehr fairer Spieler. Das war dann aber doch zu viel, diese Grätsche. Langer Ball auf Cancelo. War der im Abseits? Der Ball kommt auf jeden Fall schon mal an. War kein Abseits, aber die Ballannahme ist nicht gut. Keeper, Keeper! Ecke gibt's. Da muss er mitspielen, nur noch oben bei solchen Wellen. Gelbert Levin, nächste Schusschance. 60. Minute, ein weiterer Eckball. Und Donnarumma hat den rechts raus. Lionel Messi ist da. Im Kontern. Nein, Ruben Dias schwingt den Ball ab. Insigne jetzt in der Partie. Insigne. Nächste Ecke. Nein, Abschluss gibt's. Sehr gut gesehen, Herr Schiedsrichter. Super. Viel Platz für Cancelo. Viel, viel Platz für Cancelo. Da ist Neymar, da ist Phil Foden und Lionel Messi mit dem Kopf daneben. Was? Das gibt es doch nicht. Wie gut gespielt. Phil Foden hat schon so viel Platz. Den muss er schon machen. Und da steht am Messi sträflich frei nach dem Abpraller. Und köpft den Ball neben das Tor. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Mega Möglichkeit zum 2-1. Und ein weiteres Ding, was hier liegen gelassen wird. Butragueno. Cancelo schaltet sich jetzt vermehrt mit vorne ein. Cancelo. In der Mitte ist Neymar. Neymar. Und da ist N'Golo Kanté mit dem linken Schlappen. Kein guter Schuss. Boah. 70. Spielminute. Wilson kommt für Smith Rowe. Insigne zieht an allen Verteidigern dran vorbei und das ist der Innenpfosten. Und da war Donnarumma tatsächlich noch dran. Hakimi. Und jetzt gibt es eine Kontermöglichkeit über Phil Foden.
Phil Foden mit dem Konter. Phil Foden, vorne ist Lionel Messi. Phil Foden legt sich den Ball zu weit vor gegen Insigne. Holt sich den Ball zurück. Phil Foden, langer Ball vorne auf Messi gegen Ruben Dias. Das macht Ruben Dias gar nicht mal so schlecht. Und was macht Mondi denn da? Jetzt ist hier aber ganz schön Druck auf dem Kessel. Boden, Ballverlust. Und Trauedo rechts. Lionel Messi. Da ist Lionel Messi. Kurze Ecke und wieder Mondi. 78. Spielminute. Ecke, Lionel Messi. Marquinhos. Wir bleiben im Ballbesitz mit Neymar. Neymar trifft. 80. Spielminute, 2:1. Neymar. Ganz stark gemacht. Vom Brasilianer. Boah. Und Neymar, direkt nach dem Angriff, holt er sich den Ball. Fehlpass. Und jetzt müssen wir das Ding nach Hause fahren. Nächste Chance. Gilbert Levin. Mohamed Salah. Abgeblockt. Insigne. Schuss. Kanté ist da. Und ganz oben ist Butragueno. Der hat richtig viel Platz. Ruben Dias kommt dran. Boah, Butragueno hat eigentlich den Ball im Laufweg zugemacht. Ganz stark Marquinhos. Nächster Ball, den er sich da fast holt. Wilson und Kanté. Vorne ist Messi. Der Ball kommt wieder nicht an. Wilson. Und es wird laut im Stadion. Und da ist Phil Foden. Phil Foden, Neymar. Langer Ball auf Neymar. Und der kommt an Neymar. In der Mitte ist Butragueno, Suyuncu und Mondi entschärfen die Situation. Wilson, nächster Angriff, der hier auf die 5er Abwehrreihe zurollt mit Insigne. Wilson, Kanté ist da, Kanté ist dran. Warum läuft da Calvin Lewandowski so frei? 2:2, 91. Spielminute. Warum hat er so viel Platz? Und das fragen sich hier alle im Stadion. Und damit geht's rein in die Verlängerung. Der 92. Warum ist da so viel Platz? Warum kann Calvin Lewandowski da so durchlaufen? Ich verstehe es nicht. Kannst ihn da kurz sehen. Es geht rein in die erste Halbzeit der Verlängerung. Es gibt erstmal keine Wechsel. Zwei Wechsel haben wir noch offen. Neymar, Suyuncu holt den Ball. Langer Ball auf Butragueno. Buffon läuft mit. Da ist Butragueno gut eingelaufen. Butragueno! Ah, wie trifft er den denn? Wer hat den Ball abgefälscht? Da war noch ein Verteidiger dran. Es gibt eine Ecke. Marquinhos. Ruben Dias holt sich den. Und das ist Hakimi mit dem Nachschuss. Und wieder Mondi. Hier vorne, ganz oben ist Lionel Messi. Langer Ball, Messi, Ruben Dias.
Mit dem nächsten Ding, was er da raushaut. Was der alles an Kopfballduellen heute schon gewonnen hat, dieser Ruben Dias. Ist unfassbar. Butragueno. In der Mitte ist Neymar. Jetzt steht's 3:2. 99. Spielminute. Neymar trifft doppelt. Und Mondi hat ein weiteres Mal geschlagen. Neymar, Fehlpass. Kanté. Spiel vorn. Spiel vorn. Wunderbarer Pass. Auf Butragueno. Und da ist Mondi wirklich da. Den holt er sich. Salah. Phil Foden muss die linke Seite da jetzt zumachen. Phil Foden gegen Salah. Phil Foden gegen Salah. Holt sie den Ball. Ganz stark gemacht von Phil Foden. Jetzt kriegt er wieder. Doppelpass Cancelo. Cancelo, Phil Foden. Der Schiri pfeift ab. Wir machen Pause. Wow, was ein Spiel. Was ein Spiel. Und die Führung geht in Ordnung. Cordoba kommt rein in die Partie. Genauso wie Thomas Müller. Cordoba, Thomas Müller. Marquinhos rückt ins Mittelfeld und Hakimi auf die linke Abwehrseite. Cancelo verlässt den Platz. Marquinhos holt den ersten Ball da im Mittelfeld. Ganz stark. Boah. Der ist natürlich nicht gut gespielt von Kimpembe. Thomas Müller soll jetzt die rechte Außenverteidigerposition da dicht halten. Aber das schafft. Schauen wir mal. Butragueno kommt da noch dran. Nein. Der ist im Aus. Desai ist jetzt der zentrale Abwehrchef da. Thomas Müller auf Lionel Messi. Messi gegen Soyuncu. Da hinten ist Kanté, der kriegt den Ball nochmal rüber. Kimi! Ah! Dicke Möglichkeit. Und jetzt gibt es hier einen Konter. Thomas Müller macht die Seite dicht. Thomas Müller hat die Seite dicht. Das ist Soyuncu. Und Thomas Müller ist da. Und jetzt gibt's einen langen Ball auf Butragueno. Und wieder ist Ruben Dias da. Das ist sehr unfassbar. Dass dieser Ruben Dias da alles holt. Sehr schön. Marquinhos, ganz stark. Butragueno fängt den Ball ab. Das ist Neymar. Neymar, da ist Messi. Sträflich frei. Und macht den Deckel drauf. 117. Spielminute, 4:2, Lionel Messi. Butragueno, komm nicht dran. Ganz stark. 4:2, wir gewinnen die Partie. Mit 4:2. Nach 120 Spielminuten, das war ein ganz, ganz großer Kampf, den wir hier geleistet haben. Sehr gute Partie. Damit holen wir uns den zweiten Sieg in der Qualifikation für die Wochenendliga.
Tagesaufgaben. Zum Kotzen. Gibt's wieder? Gibt's wieder? 81 plus Spielersets. 5 seltene. Gibt's wieder? Hey, cool. Hey, mega cool. Mega cool. Dann machen wir davon mal eben kurz 2-3. Ich wollte nämlich eigentlich noch eine andere Challenge machen. Okay.
Not that I don't love you, I'm just losing myself mentally. And yeah, I'd rather scream than use you as my remedy. Scared to open up. Scared to really feel. Nein. Oh, ist das nervig. Oh, ja. Gut, danke. How can I miss you? Can this be him? So, gehen wir noch rein in die schönen Playerbigs. Oh, auf jeden Fall high rated, Jungs. Genau, hier 84, schon mal schön. Wunderbar. Nochmal ein 84er. Auch okay. Nochmal 84er. Jo. Gut. Hey, cool. Top. Partie Nummer 4? Glaube ja. Partie Nummer 4 für den heutigen Abend. Und wir wollen natürlich auch das dritte Spiel jetzt hier gewinnen. In der Weekly Quali. Schlechter Ball. Ist das einfach. Ubi, ist das einfach, wie er da durchgeht. Mit 87 Dribbling. Ist das einfach, wie er durch die ganze Abwehr wieder durchgeht. Und das nächste Ding. Guri. 2 zu 0. Fünfte Spielminute. Wow. Das ist krass. Donnarumma lässt sich umkurven. Marquinhos sieht schlecht aus und steht 0 zu 2. Nach 5 gespielten Minuten, das ist tatsächlich ein Rückstand, den ich so oft noch nie hinnehmen musste. Aber man kann immer noch einen draufsetzen. Unfassbar. Etebo. Guri. Geht wieder durch Marquinhos. Und der nächste Schuss. Ey! Warum kann den niemand verteidigen, diesen Guri? Was ist los in den ersten 10 Minuten? Ich würde ihn mal bitte zur Dopingkontrolle schicken. Herr Schiedsrichter. Lionel Messi. Will Foden, langer Ball auf Kaká, der kommt nicht durch. Die nächste Chance, Guri. Es ist wieder so viel Platz da.
Dembele. Ist, glaube ich, dran, aber konnte den nicht wirklich klären. Das ist jetzt Phil Foden. Tunnel gegen Hakimi. Phil Foden. Phil Foden auf dem Weg Richtung Tor. Schöner Doppelpass. Phil Foden in der Mitte ist jetzt Kaká oder auch Neymar. Der Ball kommt wieder nicht genau da an, wo er hin soll. Obwohl Phil Foden den Ball auf den starken Linken hatte. Das ist ein Einwurf für uns. Warum kommt der Pass so schlecht von Phil Foden? Schöner Doppelpass wieder Kaká und Cancelo. Da ist jetzt Neymar. Probiert's trickreich. Nochmal Kaká hinterher. Situation noch nicht geklärt. Lionel Messi, jetzt ist er drin. 2:1. Schön abgesetzt von Hakimi. Und Varane. Gute Absprache, sieht etwas anders aus. Stark von Kanté, holt sich den Ball im Mittelfeld. Und auch Kanté auf der anderen Seite holt sich den Ball zurück. Schon wieder Guri. Er scheint sehr schwierig zu verteidigen. 3:1, Anthony Martial. Wieder ist die Abwehr sehr, sehr doll in den eigenen Strafraum reingedrängt worden. Und irgendwie gibt es da keinen Zugriff, sobald seine Verteidiger am Ball sind. Ich kann es mir nicht erklären, aber den Zugriff, den haben wir nicht. Langer Ball auf Phil Foden, der kommt nicht an. Nächster Schussversuch von Anthony Martial. Foden. Kaká ganz rechts, ist viel Platz für Hakimi und er kommt an. In der Mitte ist Lionel Messi, schön gespielt, 2:3. Wunderbarer Spielzug. Kaká, Hakimi, Neymar. Nee, Messi war's. Messi vollendet. Ey, der bleibt am Ball, dieser Guri. Was ist denn los mit dem? Ist ja unfassbar. Boah, Varane holt sich den Ball gegen Neymar. Hakimi, stark. Oh, Hakimi, annehmen den Ball. Annehmen oder direkt passen. Aber nicht durchlassen, das ist Quatsch. Wieder Guri, wieder Guri, wieder Guri und wieder muss Donnarumma sich lang machen. Was macht der denn da vorne, dieser Guri? Was hat der für Chancen? Was hat der für Möglichkeiten? Die arbeitet sich aber auch alle selber. Boah. Das ist ja wirklich von einem anderen Planeten, was der da gerade spielt. Langer Ball auf Kaká. Wunderbar gemacht. Kaká hat Probleme bei der Ballannahme. Kakas Schuss wird geblockt. Kaká. Und da ist Messi und Varane als letzte Instanz wieder da. Ah, das hätte mehr sein können. Bis müssen. Kaká, der First Touch war halt nicht so gut. Sonst wäre der mit viel mehr Tempo frei aufs Tor zu gelaufen. Nach dem guten Pass von Nene. Guri und Martial. Und das nächste Ding, 4:2. Die sind aber auch verdammt eiskalt da vorne. Donnarumma hat dauerhaft nur das Nachsehen. Der ist Said zu weit weg. Donnarumma kommt raus, kann nichts machen. Boah.
Wir haben ebenfalls 4 erwartet, Tore. Müsste hier 4 zu 4 stehen. Müsste ein Unentschieden sein. Stattdessen führt er mit 2 Toren. Vorsprung. Ultra Bueno kommt für Ricardo Kaká. Den brauchen wir jetzt. Die Kaká hatte eine gute Chance. Leider nicht nutzen können. Gegen Guri, das macht er gut für vorne. Und jetzt läuft Butragueno, Kimi ist da. Interessantes Duell wird das werden. Butragueno gegen Ashraf Hakimi. Tag von Desai. Und nächster langer Ball, links raus. Oh, Butragueno, der ist schnell. In der Mitte ist Neymar. Kanté war mitgelaufen, da sollte der Ball eigentlich hin. Stattdessen wird Messi ganz belanglos vorne versucht zu schicken. Kanté Doppelpass mit Best. Und für Foden wieder. Auf dem Weg nach vorne für Foden mit dem Fehlpass. Genau in die Füße wieder von N'Golo. Butragueno. Oh, kein guter Pass. Lionel Messi holt sich den und Varane ist wieder da. Es gibt eine Ecke. 55. Spielminute. Getreten von Messi. Kanté klärt den. Da hinten ist Kimpembe. Butragueno wird angespielt. Butragueno! Das müsste noch eine Ecke geben. Getreten von Lionel Messi. Wieder auf Marquinhos. Butragueno, das ist Buffon. Eine warme Abseits. Ach, Cancelo. Einwurf nur für den Gegner. Stark von Kanté. Langer Ball rechts raus. Wunderbar. Hakimi muss das Tempo rausnehmen. Neymar in der Mitte. Und da ist Phil Foden. Ball kommt nicht durch. Neymar bringt den Ball wieder ab. Cancelo wird von 2 Leuten bedrängt. Butragueno hat viel Platz. Butra schießt. Da ist Messi. Boah. Wieder nach vorne. Messi, Ballverlust gegen Varane. Marquinhos gegen Jota. Cancelo ist da, sauber. Richtig gut gemacht. Viel Platz, Hakimi. In der Mitte ist Neymar. Der Ball kommt nicht an. Spiel den Ball. Spiel den Ball zu Nene. Guri schon wieder. Gegen Marquinhos. Kimpembe. Kanté hat viel Platz. Da vorne ist jetzt Neymar. Überlupft den Keeper. Und es steht 3 zu 2. Neymar. Ganz starkes Tor. Wunderbar gespielt. Und da sind wir dran. Vorne ist Neymar, Foden. Foden steckt den durch auf Neymar! 4-4! Toller Doppelpass! Und Neymar trifft!
T, stark. Boah, Phil Foden mit dem nächsten Ballverlust. Das ist Martial, Desai. Ball links raus. Und wieder Phil Foden. Butragueno, vorne läuft Messi ein. Ball kommt nicht durch. Abseits. Kanté, wir sind Ruhe ins Spiel reinbringen. Phil Foden. Kanté, wieder Phil Foden. Und er hat ein bisschen Platz. Links raus. Ist. Nein. Cancelo, schlechter Ball. Wieder Phil Foden. Lionel Messi kann nicht aufdrehen. Messi, Neymar, Messi, Neymar, Butragueno, Messi! 82.5:4. Theo Hernandez. Ah, Euro für den Gegner. 85. Spielminute. Wir werden wechseln. Aber was? Es kommt nochmal Cordoba für Kimpembe rein. Phil Foden bleibt drauf auf dem Platz. Phil Foden bleibt drauf. Wir brauchen nochmal den Spielwitz. Wir brauchen nochmal das Tempo. Wir brauchen nochmal die Kreativität vielleicht für den letzten Punch. Und Phil Foden, das brauchen wir jetzt alles. Jutta. Aguri trifft zum 5-5 in der 90. Wieder in der letzten Minute dieser Ausgleich. Und ich weiß nicht, wie sich diese Gegner immer so schnell drehen können. Ich weiß nicht, wie das die Stürmer schaffen, dass sie sich so schnell drehen können. Aber es klappt immer und immer wieder. Guri ist, was der in diesem Spiel macht, ist unfassbar, wirklich. 5:5. Och, Kanté. Jetzt gibt es nochmal einen Konter. Es gibt nochmal einen Konter, George Best. Unterbunden. Gibt's für uns nochmal einen Angriff. Über Butragueno, der ist viel zu kurz. Wir gehen in die Verlängerung. Ein weiteres Mal. Und nach dem, was wir für eine grandiose zweite Halbzeit, vor allem die Schlussphase der zweiten Halbzeit, was wir da gespielt haben, ist dieses 5:5 nach 6,2 erwarteten Toren auf meiner Seite und 4,4 erwarteten Toren auf der gegnerischen Seite aus meiner Sicht nicht verdient, dass wir hier mit einem 5:5 in die Verlängerung reingehen. Nicht verdient. Die Mannschaft bleibt so stehen. Wir machen weiter. Nee. Butragueno, der setzt sich durch. Butragueno, ganz hinten ist Messi oder auch Hakimi. Der Ball kommt nicht an. Einen weiteren Pass, den Phil Foden abfängt. Und Butragueno, von dem haben wir noch nicht viel gesehen hier. Oh, Kotza. Cancelo, unermüdlich auf der linken Seite, unermüdlich. Butragueno verliert den Ball, abgefangen wieder Butragueno. Neymar, da ist Messi, das gibt nochmal eine Freistoßmöglichkeit.
zentral vorm Tor für Lionel Messi und der Gegner stellt taktisch personell nochmal um. Ist dato gewechselt. Bei der gegnerischen Mannschaft, er hat noch nicht einmal gewechselt. Lafont macht ein schlechtes Spiel, Jota auch. Ansonsten alle relativ solide, vor allen Dingen überragt ganz vorne Guri und Anthony Martial. C. Ronaldo, Benzema, Luke Bacchio. Ich glaube, Cristiano Ronaldo kommt nochmal hier rein in die Partie beim Gegner. Ich glaube, der kommt nochmal. Adams kommt rein. Messi mit dem Freistoß. Messi! Nicht gut getreten. Zaha ebenfalls eingewechselt. Zaha. Rechts muss Hakimi jetzt die Seite dicht machen. Marquinhos bleibt standhaft. Und Phil Foden. Kanté. Vorne startet Butragueno wieder ein. Butragueno. Wer ist da hinten? Neymar. Kommt nicht dran. Adams. Wow, probier's aus der zweiten Reihe. Abgeblockt. Kanté. Auf Phil Foden. Wo ist der schnelle Butragueno? Da auf der Außen ist er. Hakimi hätte den Ball abgefangen, bevor der Schiedsrichter die Partie unterbricht. Wir machen Halbzeitpause. Messi dreimal getroffen, Guri dreimal getroffen. Genauso wie Neymar, der ebenfalls schon zweimal hier getroffen hat. Und es bleibt weiterhin dabei, dass wir mehr erwartete Tore haben bei gleichbleibenden Schüssen. Das heißt, unsere Chancenqualität war besser. Aber genutzt haben wir sie trotzdem nicht. Und wir werden einen kleinen taktischen Clou jetzt noch vornehmen. Und zwar wird Neymar mit Butragueno ganz kurz diese Position tauschen. Butra zentral, Neymar über links. Da bin ich jetzt gespannt, ob wir da jetzt nochmal so einen entscheidenden Kniff setzen konnten. Die letzten 15 Minuten. Die letzten 15 Minuten dieser Partie brechen an. Foul an Nunes von Marquinhos. Und es gibt auch auf der anderen Seite eine gefährliche Freistoßposition für Anthony Martial. Martial tritt an. Den haben wir sicher mit Donnarumma. Lionel Messi. Was kann er machen? Neymar. Butragueno. Bill Foden. Messi, Neymar, wo ist Butragueno? Ball abgefangen. Lukaku. Ein langer Ball nach vorne auf Messi, der wird nicht ankommen. Theo Hernandez ist da. Abgefangen, Phil Foden, gut aufgepasst. Doppelpass, Butra. Boah, der nächste Fehlpass. Nein, der darf nicht durchkommen. Nunes kommt durch und trifft. Und der 14. Alles nach vorne. Neymar verliert den Ball gegen Kanté. Foden bringt den Ball ab und direkt nach vorne.
das gibt es nicht. Ey, Kotzer, der fängt auch einen Ball nach dem anderen ab da vorne. Messi und Lafont. Es gibt noch mal eine Ecke getreten von Lionel Messi auf Neymar. Kanté rückt nach. Messi, den hat er. Wer ist da vorne? Neymar. Und das war's. Nochmal nach vorne. Nochmal nach vorne. Nein, das war's. Wir verlieren diese Partie nach 120 Minuten mit 6-5. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Der Joker sticht, Nunes trifft. Spät in der 90. den Ausgleich kassiert und in der 114. machte das Siegtor. Córdoba, Desai, Kimpembe. Innenverteidiger, nicht gut. Butragueno konnte auch nicht wirklich glänzen. Donnarumma, unterirdisch. 4,5er Bewertung, ist ja unfassbar, ey. Lafont auch, 4,6. Was Guri aber da gemacht hat, ist... Das war nicht von dieser Welt, was Guri da gemacht hat. Und ähnlich wie hier Darwin Núñez. Das ist ein simpler Steilpass nach vorne. Wo Marquinhos eigentlich gut steht. Marquinhos mit viel Tempo, auch mit viel Physis dabei. Aber den kann er nicht. Den kann er nicht stoppen. Donnarumma sieht schlecht aus. Und dann ist er drin. Ja, wenn man 6 Gegentore kassiert, ist natürlich auch, ne? Eine Hausnummer. Größtenteils echt extrem passiv verteidigt, die ganze Sache hier. Wir haben trotzdem wahrscheinlich mehr erwartete Tore, es bleibt dabei. Eigentlich hätte 6-5 für uns ausgehen müssen. So entnehme ich das aus den Statistiken hier, aber die Statistiken stimmen halt auch dann einfach nicht. Ah. Das ist bitter. Das ist einfach bitter. Never ever.